In 4D sind alle Formulare mehrseitig, bis zu 32.767 Seiten. So können wir Informationen nach Themen oder Funktionen anordnen und gemäß unseren Bedürfnissen darauf zugreifen. Über Registerkarten, Schaltflächen oder per Code können Sie zwischen den Seiten wechseln. Einige Objekte müssen immer sichtbar sein, egal welche Seite angezeigt wird. Diese Objekte müssen Sie auf Seite 0 setzen, denn 4D zeigt sie immer im Hintergrund der aktuellen Seite an. Die aktuelle Seite wird mit 1, 2, 3 und so weiter nummeriert. In unserer Beispielanwendung werden alle oben links angeordneten Schaltflächen auf Seite 0 gesetzt. Um von Seite zu Seite zu springen oder eine neue hinzuzufügen, verwenden Sie den rechten bzw. linken Pfeil. Über das Pop-up-Menü dazwischen greifen Sie auf vorhandene Seiten zu. Um Objekte von einer Seite in eine andere zu setzen, können Sie diese auf einer Seite ausschneiden und in eine andere einsetzen. Wir setzen jetzt alle Schaltflächen im Formular auf Seite 0. Zuerst wählen wir alle Schaltflächen aus, dann wählen wir im Menü Edit den Eintrag Cut, wir gehen auf Seite 0 und wählen dann Paste. Wenn wir jetzt auf Seite 1 zurückgehen, sind die Schaltflächen weiter sichtbar, aber wir können sie nicht bearbeiten, da sie auf Seite 0 liegen. Als nächstes ersetzen wir die Standardschaltflächen durch ansprechendere Bildschaltflächen. Die Bilder stammen von einem Grafikdesigner. Gehen Sie zurück zu Seite 0. Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche Close, um Ihre Eigenschaften anzuzeigen. Wir vergeben einen eindeutigen Variablennamen, zum Beispiel bClose, da die Schaltfläche den Dialog schließt. Unter den Eigenschaften Type wählen wir Picture Button. Die Schaltfläche wechselt in ein Standardbild, das wir später anpassen. Unter dem Namen erscheinen die Eigenschaften des Bildes, also Quelle und ID-Nummer, sowie weitere Eigenschaften, auf die wir später zurückkommen. An dieser Stelle sind in der Bibliothek keine Bilder verfügbar, sodass wir weder einen Namen noch eine Nummer angeben können. Hier sehen Sie, wie ein Bild hinzugefügt wird. Öffnen Sie die Toolbox. Klicken Sie auf Pictures, wählen Sie am unteren Rand im Dropdown-Menü Open. Auf dem Desktop sind im Ordner 4DV13 Docs PNG-Bilder verfügbar. Wir wählen die Schaltfläche Close.png und dann unten Open. Klicken Sie auf OK, wird das Bild hinzugefügt. Wir sehen, dass es in vier unterschiedliche Bilder mit einer Größe von 48 x 192 unterteilt ist. Wir notieren die Bildnummer 2024 und schließen das Dialogfenster wieder. Als nächstes wählen wir die Objekteigenschaften Bildbibliothek und Bild 2024. Die Schaltfläche ändert sich automatisch. Sie sieht etwas gestaucht aus, aber wir bearbeiten die Eigenschaften, sodass wir eine Spalte mit vier Zeilen haben. Unter Höhe tragen wir 48 ein, unter Breite ebenso. Und dann wählen wir folgende Ereignisse. Switch when rollover, switch back when released, use last frame as disabled. Beim Testen des Formulars sehen wir Folgendes. Ein Standardbild, ein anderes Bild, wenn wir darüber ziehen und wieder ein anderes Bild, wenn wir darauf klicken. Da dieses Bild jetzt importiert ist, können wir seine Eigenschaften abfragen, insbesondere das Splitten in eine Spalte mit vier Zeilen. Ein gesplittetes Bild hat den Vorteil, dass 4D es beim direkten Einsetzen in das Formular als Bildschaltfläche anstatt als Bild wertet. 4D weist automatisch einen Variablennamen zu und zeigt die Informationen zum Bild. Quelle, Bildnummer, Anzahl der Zeilen sowie Breite und Höhe. Um Bilder rascher in die Bildbibliothek zu legen, können Sie diese direkt vom Desktop in die Bildbibliothek setzen. Bildbibliothek anzeigen, Bilder auf dem Desktop anzeigen, dann ein Bild per Drag and Drop in die Bibliothek legen.
Automatisch wird ein Bild vorgeschlagen. Definieren Sie einen Namen und sichern es. Das können Sie für jedes neue Bild ebenso machen. Im nächsten Schritt zeigen Sie die Eigenschaften jedes Bildes an und beim Import in der Größe 48x192 splitten Sie es in eine Spalte mit 4 Zeilen, sodass 4D es als eine Bildschaltfläche wertet. Um die Oberfläche abzuschließen, setzen wir die Schaltfläche Close nach links oben und fügen mit dem Textwerkzeug einen Titel hinzu. Dann integrieren wir alle Bilder vom Grafikdesigner und setzen sie folgendermaßen. Schaltflächen zum Zugreifen auf Tabellen an die linke Seite. Schaltflächen für Operationen nach oben. Wir fügen eine Schaltfläche zum Verwalten von Parametern und eine zum Verwalten von Preferences hinzu. Zur Unterteilung setzen wir mit gedrückter Shift-Taste 2 Linien sowie den Cursor hinzu, der anzeigt, welche Tabelle wir gerade bearbeiten. Wir fügen 3 Text hinzu. Den ersten für Einsätze, den zweiten für Techniker, den dritten für Adressen. Die beiden letzten Texte sind für Preferences und Parameter.